Wie denken Vorarlberger über eine mögliche Abschaffung der Corona-Quarantäne? Ich höre mich in Dornbirner zu. Es kommt auf den Verlauf drauf an. Also bei starkem Verlauf würde ich sowieso befürworten eine Quarantäne. Bei mildem Verlauf mit Maske und Vorsichtsmaßnahmen würde ich sagen, kann jeder selbst die Eigenverantwortung übernehmen. Bin ich so fit, dass ich mir Arbeit und Freizeit zumuten kann oder nicht? Meiner Meinung nach nicht, weil es bringt überhaupt nichts. Die meisten Leute, die geimpft sind, sind sowieso erkrankt trotzdem. Und ich finde es einfach nicht so wichtig. Es sind so viele daheim in Quarantäne, die keine Symptome haben und nichts haben. Das war doch früher bei der Grippe auch. Man hat arbeiten gehen können, wer krank war, war daheim. Wer gesund war, geschafft. Das heißt, mit dem leichten Verlauf sehen Sie da kein Problem mit der Maske, zum Beispiel auch arbeiten zu gehen, wenn es möglich ist, oder jetzt mal einkaufen? Da kein Problem, nein. Nur wenn jemand krank ist, dann soll er wirklich daheim bleiben und alle anderen sollten sich frei bewegen können. Also für mich ist es eigentlich als Zimmer schon überflüssig. Also es bewegt sich eh jeder frei, wie er möchte. Und ja, wenn es einem schlecht geht, bleibt man ja sowieso daheim. Also für dem her, der die Säger, ja, ob man es jetzt wirklich braucht, ist dahingestellt. Also ja, sie machen eh, was sie wollen. Also für dem her, ich nehme es so, wie es kommt. Am Abschaffen. Ja. Weil bei der Grippe, und wenn man drin hat, bleibt man auch einfach daheim und darf da arbeiten gehen, wenn man stark verkühlt ist. Es soll ja laut dem Verordnungsentwurf dann möglich sein, sich fast überall frei zu bewegen mit Maske und unter gewissen Bedingungen, natürlich nur, wenn man zum Beispiel wenig Kontakt hat mit Menschen, soll man dann auch zur Arbeit gehen können. Ja, zur Arbeit soll man schon gehen können, aber wo es notwendig ist mit Maske, oder mit der Ansteckung. Oder? Da sollte man sich einfach frei bewegen, weil im Grunde genommen jeder ist verantwortlich für sich selbst. Das heißt, wenn einer das Gefühl hat, er ist krank, er soll sowieso, egal ob Corona, Grippe oder irgendwas, soll einfach zu Hause bleiben und möglichst nicht zu anderen Leuten kommen, sodass sie einfach angesteckt werden. Wenn hingegen so das Gefühl hat, naja, es ist einfach eine momentane Sache, das vergeht, nach 2 Tagen vielleicht, das sollte man einfach wissen, warum sollte man einfach zu Hause in Quarantäne bleiben? Das heißt, mit einem leichten Verlauf können Sie sich vorstellen, dass man mit Maske ins Freie kann und vielleicht auch unterwegs sein darf? Ja, natürlich, natürlich. Es ist ja, es geht natürlich um den Verlauf, logischerweise. Das ist das Allerwichtigste. Aber wie gesagt, für mich ist wichtig, dass jeder für sich selbst verantwortlich ist und eigentlich gut denkt, überlegt, was er machen würde in dem Falle.